Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen, willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich und ich möchte mal den Game Gear mal ein bisschen mehr Liebe irgendwie bringen und da habe ich mir mal überlegt, hey, mal so eine Game Gear Folge in diesem Format wäre vielleicht nicht schlecht, auch wenn wir hier natürlich die schlechten Spiele irgendwie darstellen und das vielleicht nicht die beste Werbung für das System ist, aber ich dachte mir, hey, bisschen das System mal mehr in das Bewusstsein rücken, weil ich finde, der Game Gear hat sehr viel Potenzial und die Spiele, die meisten zumindest, die ich da drauf gespielt habe, machen sehr, sehr viel Spaß. Ja, ich habe mal recherchiert, was es da so an schlechten Spielen gibt und unter anderem ist da Batman Forever immer wieder genannt worden und das wundert mich, weil die Batman-Spiele auf dem Game Boy ja zumindest solide sind und ich bin mal gespannt, was uns hier erwartet, wie immer, ich spiele relativ blind rein und wenn ihr auch Vorschläge haben solltet, egal ob 8 oder 16 Bit, ab in die Kommentare damit. Ja, Schwierigkeitsgrad mache ich mal Medium, ne? Also ganz einfach, muss ja auch nicht sein. Also grundsätzlich sieht es ja so ganz vernünftig aus, ne? Ein bisschen sehr pixelig. Ich habe hier sogar anscheinend zwei Ausrüstungsmöglichkeiten. Es ist alles so krümelig irgendwie. Also da hätte man mit der Grafik des Game Gears auf jeden Fall was besser machen können. Uff, ich nehme mal das rechte. Okay, Bat Bowler. Okay, kann ich hier anscheinend meine Rüstungsgegenstände ausrüsten? Ist der vielleicht verkehrt? Okay, also. Warum ich gerade so stocke? Die Grafik. Ich glaube, da müssen wir nicht näher drauf eingehen. Oder auch das wäre besser gegangen. Okay, wir können einen Knopf treten, der andere schlagen. Nach oben ist springen. Okay, es scheint für so eine Art Fighting Game zu sein. Aber, also die Steuerung ist zumindest irgendwie so, ne? Wie Street Fighter, wenn man hoch beim Springen. Normalerweise würde man ja irgendwie von der Perspektive und von der Story denken, das wäre ein Beat'em-up eher. Aber das scheint so eine Mischung aus Fighting Game und Beat'em-up zu sein, ne? Weil irgendwie so die Kämpfer an sich. Gott, die Musik geht mir jetzt schon auf den Keks. Okay, wie immer, ich gehe natürlich blind rein, ne? Ohne Handbuch und sowas. Ich weiß jetzt nicht, wie ich diese Batarangs geworfen habe, ehrlich gesagt. Da gibt es bestimmt irgendwie was, irgendwie, keine Ahnung, nach unten drücken und sonst was. Es ist definitiv nicht gerade einfach, okay? Ich stelle mich natürlich jetzt auch nicht gerade super an. Okay. Es geht nicht weiter. Okay, habe ich irgendwas übersehen? Oh Gott, diese Musik, ne? Hört ihr das? Was da, oder war da irgendwas da oben? Ich habe die erstmal den Gegner erledigt und weiß jetzt schon nicht mehr, was ich machen soll. Also, abgesehen davon, dass ich weiß, ich wiederhole mich gerade, aber ehrlich, oder? Die Musik ist fies. Was muss ich jetzt hier machen? Okay, mit Start. Ich schätze mal, es wird so eine Art Decken sein. Ich habe so alle Gegner erledigt. Muss ich hier irgendwie das kaputt schlagen? Hä? Okay, ich kann anscheinend so ein bisschen schweben. Cool. Also, er scheint zumindest viel. Also, wenn ich doppelt nach oben drücke, dann schwebt er so. Da scheinen wirklich sehr, sehr viele Tastenkombination irgendwie versteckt zu sein, die man auslösen kann, was ja nicht verkehrt ist, ne, aber ich weiß, das ist langweilig für euch, aber ganz ehrlich, oder muss ich da irgendwie so nach, ist das hier ein Aufgang? Okay, ich würde sagen, ich mache mal eine Unterbrechung. Ich muss mal recherchieren, wie man hier weiterkommt, weil so ein bisschen mehr vom Spiel will ich natürlich zeigen. Bis gleich. Ich habe es herausgefunden, beziehungsweise nachgelesen. Man muss nach unten und nach oben drücken. Also wirklich, ich versuche hier immer dieses Szenario aufzubauen. Hey, ihr habt euch ein Spiel von einem Kumpel damals ausgeliehen. Da hattet ihr halt kein Handbuch. Wieso muss man das wirklich
so kryptisch machen? Wieso kann man da nicht einfach irgendeine Leiter machen oder irgendwie, sagt dieses Moveset, das kann man sich natürlich alles nachlesen, ne? Das ist geschenkt. Aber warum muss man das denn so kompliziert machen, so unnötig? Warum konnte man da jetzt keine irgendwie Leiter oder Treppe oder Aufgang irgendwas machen? Das ist doch total unintuitiv irgendwie. Also Kämpfe an sich, das geht. Anscheinend so ein bisschen und wieder, zack. Okay, da geht's nicht hoch. Ne? Weil ihr müsst ja auch herausfinden, wo es jetzt hochgeht und wo nicht. Okay. Das sieht relativ albern aus, ich weiß. Und geht's jetzt unten weiter, oder was? Ja. Also das Kampfsystem ist okay. Es ist nicht so das Spaßigste. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn man hier so ein bisschen sich duckt und diese Attacke hier spammt, kann man zumindest viel irgendwie ausgleichen. Aber was mir gefällt, ist halt, dass ihr wirklich sehr, sehr viele verschiedene Optionen habt und Tastenkombinationen hier machen könnt, ne? Aber nach unten, oben, okay, gut. Wenn ich so an alte PC-Spiele denke, sowas wie Half-Life und sowas, da hatte man ja auch oft diesen Super-Jump, wo man dann gesprungen ist und nach unten drücken muss, ne? Um sich da irgendwie kleiner zu machen. Aber also ich weiß mit den Spielen exakt nicht so wirklich, was ich damit anfangen soll. Ich weiß, oder ich denke mal, dass ich damals als Kind definitiv nicht damit glücklich gewesen wäre. Weil die Grafik sieht so verwaschen aus, da, wenn ich mir so Sonic auf den Game Gear anschaue oder ähnliches. Das ist so eine ganz, ganz andere Qualität. Das Kampfsystem, das fühlt sich irgendwie nicht sehr knackig an. Ihr hört es auch selber, es fehlt auch einfach die Soundeffekte, ne? So ein Klatschen, wenn man trifft oder irgendwie sowas. Wie gesagt, die Kämpfe, klar, kann man sich reinarbeiten. Finde ich so gesehen einen interessanten Ansatz, aber ist so ein bisschen kontraproduktiv dieser Fantasie. Man ist Batman und kämpft sich durch die Verbrecherhorden. Wenn hier ein wirklich jeder zweite Fiesling sehr gut irgendwie Kontra geben kann. Also richtig mächtig fühle ich mich da nicht. Aber immerhin geht die Umgebung sehr passend kaputt, indem da irgendwelche Statuen plötzlich zerbersten oder ähnliches. Also im Prinzip scheint es so zu laufen, man hat ja diese kleinen Untergebiete und muss jetzt halt die entsprechenden Polizisten da drin retten. Okay, gut. Aber ich weiß nicht. Bisschen mehr Feinschliff, bisschen mehr bessere Grafik hätte dem Spiel echt gut getan und diese Musik. Ich weiß, die wollten aber Spannendes machen und so weiter, aber boah. Aber hey, okay, gut, die Statuen, die fallen. Oh, ein typisches Fahrstuhl-Level. Auch der Fahrstuhl, guckt euch mal, wie er dargestellt ist. Die haben sich doch noch nicht mal die Mühe gegeben. Was ist das jetzt? Ach, auch ein Gegner. Das sah gerade so komisch aus. Angry. Wir kämpfen gegen Angry. Okay. Also, man muss sagen, also die haben schon ein relativ gutes Moveset drauf. Also man muss sich hier wirklich eher mit Mindset von einem Fighting-Game, sage ich mal, reingehen, als wirklich irgendwie denken, das wäre ein Beat'em-up oder ähnliches. Ah, schade, die Pflanze explodiert natürlich nicht. Okay, was ist das? Das ist Jenna. Okay, sieht aber aus wie Angry. Vielleicht ist er ja auch Angry und Jenna. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich glaube, wir haben auch genug von dem Spiel gesehen, oder? Weil es macht keinen Spaß. Man kann sich in die Kämpfe definitiv reinfuchsen. Aber für mich ist halt diese Musik richtig fies, ehrlich gesagt. So, aber so richtig fies. Die will ich auch nicht mehr wiederhören. Aber ich denke mal, auf der Gaming gibt es auch viele, viele Gurken anscheinend. Und schön, dass ihr mit mir zusammen jetzt hier reingeschaut habt. Macht's gut und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Egal, was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Tschüss.